nasskalter Morgen am Fritz-Walter-Stadion. Beim Remis gegen den FC Köln am 18. Spieltag konnten sich die Roten Teufel trotz Unterzahl einen Punkt sichern. Nun stehen die Roten Teufel mit 22 Punkten auf Tabellenplatz 10, während sich der FC Köln mit 18 Punkten auf dem Relegationsplatz 16 befindet. Nach dem kurz darauf gefolgten Pokalspiel in Koblenz befindet sich der FCK dank einem Ergebnis von 1:4 in einer weiteren englischen Woche. Der Teil der Mannschaft, der in Koblenz aktiv auf dem Spielfeld war, trainierte am Donnerstag separat. Auslaufen und Passübungen standen auf dem Programm. Von Anspannung keine Spur zu sehen, lockere Stimmung herrscht in der Mannschaft. Natürlich auch in dem Teil der Mannschaft, der sich einer vollen Trainingseinheit widmen musste. Hier standen Offensiv- und Abwehrverhalten auf dem Programm. Was gibt es denn zum Spiel gegen Köln noch zu sagen? Ja, wir hätten zwar gern gewonnen, aber ich glaube im Endeffekt, nach dem unglücklichen Rückstand und der roten Karte, haben wir sehr gut zurückgefunden ins Spiel, haben zweite Halbzeit nach meiner Meinung dominiert, aber von Chancenverteilung geht das 1-1, glaube ich, in Ordnung. Ja, ich glaube, letztendlich sind wir damit erstmal zufrieden, dann doch den Punkt noch geholt zu haben in Unterzahl und sind mit diesem Gefühl natürlich dann auch Richtung Koblenz gefahren. Nun geht es auswärts gegen den FC Bayern. Wie schätzt du den FC Bayern ein? Bayern kennt man ja zum einen. Klar erwarten wir den entsprechend starken Gegner in München, in ihrem Heimspiel. Für sie vielleicht auch eine der allerletzten Chancen, doch nochmal den Abstand zu halten oder falls Dortmund nicht gewinnt, zu verringern. Von daher erwarten wir schon eine motivierte und auch sehr konzentrierte Münchner Mannschaft.